So, hallo und guten Abend. Der André vom Kanal Stadtwerkstatt mal wieder, und zwar Stadtrat aus Gößnitz, und will euch heute mal wieder eine freie Interpretation der Stadtratssitzung vom 22.03. geben. Meinung werde ich natürlich explizit ausweisen dazu wieder. Es ist ein kurzgefasstes Protokoll, wo ich jetzt diesmal nicht alles sage, weil 25 Minuten vom ersten Video her von der Interpretation der Stadtratssitzung war mehr als genug, und es haben ja auch schon genug Leute gesagt, dass ich das hätte ein bisschen kürzer gestalten sollen. Deswegen machen wir das auch nicht ganz so aufregend. Wir fangen ganz einfach mal an mit dem öffentlichen Teil, und zwar Bestätigung der Tagesordnung war, dann Bestätigung der Niederschrift vom 22.02.23 und dann Punkt 3, Informationen des Bürgermeisters, und dazu möchte ich euch ein bisschen was sagen. Der Bauamtsleiter kam hier als erstes zu Wort, und es wurde natürlich erst einmal die Gerüchteküche in Gößnitz ausgewertet, und zwar sollte im Gewerbegebiet ein Wohnheim für Flüchtlinge entstehen, laut der Gerüchteküche. Dem wäre aber nicht so. Auf dem Gewerbegebiet baut GSM Sella Stahlrohrmöbel einfach nur eine Unterkunft für Bauarbeiter. Dazu gibt es eine mündliche Absprache, meinte Herr Kupp. Dann zum Bahnhof. Die Verwaltung und die Bahn bitten um Verständnis mit dem Baulärm, welcher gerade mit den ganzen Bahnarbeiten oder so in Verbindung stehen würde. Ab Ende Mai könnte es natürlich noch etwas lauter werden, wenn da ganz einfach der Bahnhof für 3 Monate gesperrt wird. Hauptgrund ist ganz einfach die Feststellung oder Herstellung der temporären Barrierefreiheit in Klammern des Tunnels, und er verweist auf einen Beitrag des MDR-Rundfunk. Dann kam unsere Hauptamtsleiterin noch einmal kurz zu Wort, und sie wies lediglich darauf hin, dass immerhin noch 4 Schöffen gesucht werden, und es sollen sich doch ganz einfach die Leute melden, die dafür Interesse hätten. Im nächsten Amtsblatt würde dazu noch etwas stehen. Unser Beigeordneter dankte dann noch dem Heimatverein für die schöne Osterkrone. Sie würde ja natürlich viel Mühe gemacht haben, und natürlich hat sie auch viel Arbeit gemacht. Es ist eine schöne Tradition. Das nächste Mal würde, glaube ich, das 15. Mal stattfinden, und es sollte natürlich auch etwas größer publiziert werden. Dann vielleicht auch in einem Samstag oder an einem Wochenende und in einem etwas schöneren und größeren Rahmen. Des Weiteren warb er noch einmal für den Arbeitseinsatz im Gößnitzer Freibad für den 25.03.23. Des Weiteren, dann war ich noch mal ganz kurz im Gespräch. Bei mir wurde nur gesagt, wenn ich die Kommunalaufsicht kontaktiere, soll ich es doch bitte über die Stadtverwaltung Gößnitz laufen lassen. Das wurde mir dann einfach nur so gesagt. So, Punkt 4, Ware, Beratung und Verabschiedung von Beschlussvorlagen. Einmal die Bestellung zur stellvertretenden Kassenverwalterin und dann einmal Vergleich Richter Sportstättenkonzepte GmbH versus Stadt Gößnitz, das heißt der Leuchtengerichtsverfahren. Punkt 4, 3, Festlegung Eintrittspreise Freibad 23. Die könnt ihr in meinem Video Flexicard ganz einfach mit entnehmen, glaube ich, oder beziehungsweise aus der Presse OTZ, LVZ. Ich will das jetzt nicht zu lang machen. Die Tageskarte kostet 3,50 € und die Flexicard 12 €, 10 Stunden holt sie euch. Dann Punkt 5, Anfragen der Stadtratsmitglieder. Und zwar, da wird natürlich ganz heiß, ob in Gößnitz ein zweiter Beigeordneter als Thema gewünscht ist, und die Stadträte diskutieren auch kurz darüber. Es gibt mehrere Meinungen, und es sind sich eigentlich alle einig dazu, dass auch unser Beigeordneter von einem zweiten Beigeordneten vertreten werden muss. Dann wurde die Frage gestellt, ob die UGG unsere grüne Glasfaser noch nicht losgemacht hat, warum da jetzt noch nichts losgegangen ist. Da hieß es dann ganz einfach, sie möchte erstmal die Kundschaft abklopfen, medienwirksam, was auch immer das heißen möge. Dann fragte ich ganz einfach nochmal, was denn jetzt mit der Flexicard, ob das mal ins Amtsblatt kommt oder so. Da wurde gesagt, wir versuchen ein Plätzchen zu finden. Das wäre schon sehr, sehr voll. Der Annahmeschluss ist ja auch schon in 3 Wochen. Und ich habe gesagt, aber für einen kleinen Link oder für diesen Link zu diesem Video hier wird es doch wohl reichen. Und der Beigeordnete versucht ganz einfach, da irgendwas hinzukriegen mit der Amtsleiterin. Ich hoffe, das klappt. Da es auch meine Idee ist, hat auch der Beigeordnete gesagt, ich soll mich dann auch ein bisschen um Plakate, Erklärungen und kümmern, auch die Gestaltung der Flexikarte. Ich gebe mir natürlich die beste Mühe, das irgendwie hinzukriegen. Ein Stadtrat fragte noch, warum der Beschluss von 7.21 über grüne Flecken immer noch nicht umgesetzt worden ist. Das bedeutete ganz einfach, Bäume können von Bürgern im Stadtgebiet von Gößnitz privat gepflanzt werden und natürlich auch bezahlt werden, als Erinnerung an eine Geburt, Todesfall, Hochzeit, Sterbefall, irgendwas, woran er gerne erinnert werden möchte. Der Bauamtsleiter möchte sich jetzt darum kümmern. So, Punkt 6 war Bürgerfragestunde. Es waren ca. 10 bis 12 Bürger anwesend, und eine Bürgerin weist auf diverse Missstände baulicher Art und auch zur Straßenverkehrssicherheit hin. Seit ca. 10 Jahren macht sie schon schriftlich Eingaben und nichts tut sich. Plötzlich hieß es, jetzt wolle man sich drum kümmern. Wir werden sehen.
Eine andere Bürgerin weist ebenso den Missstand auf in Ecke Berge-Grenzstraße. Ein Investor hatte dort Häuser gekauft. Diese werden ausgeschlachtet oder sind ausgeschlachtet worden und jetzt tut sich gar nichts. Außerdem sind sie völlig unzureichend gesichert. Der Bauamtsleiter will sich mit dem Eigentümer in Verbindung setzen und die Sache klären. So, das war's mal wieder. Freie Interpretation der öffentlichen Stadtratssitzung vom 22.03. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe nicht zu sehr genuschelt. Und ja, wie gesagt, liked, gebt mir Hinweise, Kommentare, ob ihr das gut findet, ob ihr es nicht gut findet. Ich habe mir Mühe gegeben, das jetzt etwas kürzer zu gestalten, nur die wichtigsten Punkte genannt. Und alles, was ins Öffentliche gehört, sollte natürlich auch im Öffentlichen besprochen werden. Bis dann, ciao, ciao, wir sehen uns. Tschüss.